told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Hallöchen, meine Lieben. Also, ich bin auch immer so ein bisschen so ein Vollpfosten, das weiß ich ja selber. Ich habe gestern ein bisschen geputzt hier, meine Wohnung. Sieht man zwar jetzt nicht, also ich sehe es schon. Habe vergessen, Fenster zu putzen, das mache ich aber noch. Aber das ist gar nicht das Problem. Und zwar habe ich... Entschuldigung. Vom Stativ hier. Da gibt es hier oben ein Plättchen. Das muss ich immer abmachen, weil das nicht so gut von der Kamera abgeht. Und ja, das lag dann auf dem Boden, ist runtergefallen. Und ich habe das mit dem Besen zusammengefegt und habe mir noch gedacht, das nehme ich noch raus vorher und pack das wieder dran. Habe ich vergessen. Habe es auf dem Kehrblech gehabt und das habe ich in den Müll getan. Zum Glück in die Tüte, die Papiertüte. Und habe es eben gedacht, wo ist denn das? Ja, da ist es. Ich habe es zum Glück noch gefunden, weil es ist mir schon öfters passiert, dass ich das irgendwas, was Wichtiges ist, was ich eigentlich noch rausnehmen wollte, drin gelassen habe und dann irgendwo gesucht habe und das nirgendwo gefunden habe. Das bin ich, ja. Genau. Aber wie gesagt, heute ist schon Dienstag. Heute hatte ich frei. Morgen muss ich wieder rennen. Dann habe ich Donnerstag frei, weil ich am Wochenende arbeiten muss. Und dann bin ich alleine. Und da freue ich mich eigentlich schon drauf, weil, ja, mal alleine beweisen, was ich kann, das ist gar nicht so schlecht, ne? Weil, ja, ich weiß halt, dass ich nicht perfekt bin und dass ich halt so schüchtern, so ruhig noch bin. Aber ich versuche einfach das Beste draus zu machen. Und ich sag mir immer, wenn es nicht klappen sollte, wenn die mich nicht haben mehr wollen, also wenn die mich kündigen sollten, das weiß man ja nicht. Kann ja irgendwas sein, dass ich nicht gut genug bin oder so. Und dann, es gibt ja noch andere Stellen, ja, dann vielleicht dann doch in die Reinigung wieder oder noch irgendwas anderes, aber ich freue mich, es ist super, es macht richtig Spaß, jedes Mal dahin zu gehen und es ist nicht so, bei anderen Firmen war es mal so, dass ich die Anfangszeit, so erste, zweite Woche noch sage, ja, schön dahin. Und danach fing es an mit so, oh nein, morgen ist wieder Montag, muss ich schon wieder dahin. Das ist jetzt gar nicht so, weil es macht echt Spaß. Genau, weil die Senioren hier auch sehr nett sind und man kann sich gut mit denen unterhalten. Und mit den Angestellten und mit Kollegen sind auch alle sehr nett. Und man kennt, glaube ich, kenne jetzt alle Kollegen, zumindest mit denen ich so zusammenarbeite, glaube ich, kenne ich jetzt alle. Genau. Aber gestern war Montag. Wie ihr schon in einem anderen Video erfahren habt, ist meine Großmutter an meinem Geburtstag gestorben. Und das war echt ein Schock. Muss echt sagen, es war... Boah. Das war... Ich habe mich ja so gefreut auf meinen Geburtstag. In dem Sinne, einfach nur mit Leuten reden, feiern. Ja, feiern ist es ja eigentlich nur so ein bisschen abhängen sozusagen. Aber ja, dass das dann so endet... Da habe ich mit im Leben nicht mit gerechnet. Aber das einzigste Gute daran, hört sich jetzt schlimm an, aber meine Oma wurde, hört sich jetzt komisch an, wurde, 89, genau, fast 90, Ende nächsten Monat, August, wäre sie 90 geworden. Und sie hat auch alles geplant, sie war auch sehr, sehr fit. Also sie hatte vorab etwas... Aber das ist eigentlich bei fitten Menschen oder auch bei, klar, das kann auch einen schweren Verlauf nehmen, aber eigentlich ging es ihr ja schon auf jeden Fall schon besser. So hatten wir das Gefühl. Zumindest hat sie mir das auch an dem Tag gesagt, als sie gestorben ist. Also wir glauben, dass es am 21.07. war, weil sie die Tabletten, die sie dir genommen hat, nicht genommen hat oder so, ne? Aber wir glauben es. Es kann auch der 22. sein. Das
das kann man nicht wissen. Aber wir glauben halt, dass es der 21. ist. Und so, glaube ich, wird es auch auf dem Grabstein stehen. Hoffe ich. Weil es ist ja komisch, meinen Geburtstag darauf zu stehen. Aber wenn es das ist, ist halt so. Was sollen wir da machen? Ne? Da steht halt der 22.7. drauf. Weil ich glaube, das geht, glaube ich, gar nicht anders. Weil der Todes... wie heißt das? Totenschein, ne? Da heißt das ja so. Ja, da steht hier halt der 22.7. drauf. Und wahrscheinlich wird dann auch auf dem Grabstein dann 22.7. draufstehen. Ist auch scheißegal eigentlich. Aber ja, das ist schon... Ja, und es ging ihr ja schon besser. Die hatte etwas, aber da ging es ihr schon jedenfalls besser. An dem Donnerstag, am 21. war ich ja noch da bei ihr. Und ja, da habe ich ihr geholfen beim Bett beziehen. Nur das den Matratzenbezug habe ich neu gemacht. Und der Rest war eigentlich schon alles. Und da ging es ihr noch gut. Und da hat sie noch gesagt, sie hat mir auch gezeigt, alte Fotos, wo sie, wo mein jüngster Cousin noch gar nicht auf der Welt war. Das ist auch schon, ja, krass. Lange, lange Zeit her. Ja, da sah sie, hat sich auch nicht so viel verändert. Auf die Haare wollte sie genauso haben wie da auf dem Foto, aber ja, das ging ja jetzt nicht mehr. Aber genau, da hat sie gesagt, dass sie ein bisschen Sodbrennen hatte. Das habe ich gemerkt. Also hat sie mir auch gesagt, dass sie Sodbrennen hat. Aber das war es dann auch. Und als ich dann gegangen bin, weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, bis morgen, Oma. Ja, mehr weiß ich nicht. Ob ich gesagt habe, dich lieb oder so. Ich glaube nicht. Ich weiß es aber halt auch nicht. Weil das Letzte, was sie gesagt, also was ich sie gesehen habe. Ne? Und weil ich da hingefahren bin, hat sie mir auch noch Tankgeld gegeben. Und ich habe immer gesagt, nein, Oma, ich brauche nichts. Ne? Sagt dann viel Enkels wahrscheinlich, Enkelkinder. Und dann steckst du es ja trotzdem in die Tasche und merkst es manchmal gar nicht. Und dann habe ich dann heute Morgen, als ich dann aufgestanden bin und rausgegangen bin, habe ich dann die 10 Euro dann gefunden. Und halt, hey, ich habe doch gar nichts da reingepackt. Jetzt weiß ich auch, worum das da drin ist. Und war auch schon ein bisschen so, oder auch gestern, als ich dann arbeiten war, das sind ja auch alles Senioren, ja? Und eine Seniorin, klar, sieht halt meiner Großmutter sehr, sehr ähnlich. Und als die dann in dem Fahrstuhl mit mir runtergefahren, also die ist hochgefahren, ich runter, das war schon ein sehr, sehr komisches Gefühl. Also ich musste echt schlucken, weil da die Emotion dann doch ein bisschen hochkam. Aber das geht alles, ne? Genau. Und dann ja, kam halt auch gestern mein Opa wieder aus dem Urlaub, weil das alles noch geregelt werden musste. Klar, ist nicht der Ehemann, aber der Lebenspartner. Und genau. Sonst war ich nochmal einkaufen bei Lidl. Warum? Ich brauchte für die Katzen Katzenfutter. Das habe ich gekauft. Katzenfutter natürlich. Kurz vor der Kasse. Habe ich dann auch gemerkt, ach ja, warum bin ich eigentlich hier? Genau. Aber ich musste auch noch Flaschen wegbringen. Oder Flaschen? Ja, Plastikflaschen. Und ja. Da habe ich 5,50 Euro, genau. 4,50 Euro. Alleine schon das Geld von der Pfandflaschen waren 4,50 Euro ungefähr. Genau. Hier habe ich schon was angefangen. Hier so kleine Snack Wiener Würstchen, die waren reduziert. Sonst hätten sie 2,49 Euro gekostet. So hätte ich nicht gekauft, ne? Das wäre so teuer. Oh, was hast du denn da, Mäuschen? Hä? dann habe ich auch Cornflakes gekauft. Ja, eigentlich nur, weil sie im Angebot waren, ne? Sonst hätte ich sie nicht gekauft. Eigentlich, ja. Naja, ist auch Latte, meine Lieben. Hier, solche hier. Da sind ja immer zwei Packungen drin. Ja. Und die eine ist mir dummerweise schon aufgegangen. Ich muss mal gucken, wo ist die denn? Ach, hier hinten. Mal aufpassen. Ja. Genau. Lass ich mal so stehen. Dann noch so ein
Verpackung. Ja. Dann mein heißgeliebtes Brötchen. Habe ich hier noch irgendwas drin? Ja, Katzenfutter, ne? Mhm. Also, ich habe jetzt hier auch noch Leckerlis einmal. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil sonst ist die andere Katze, die da jetzt auf dem Tisch steht, sitzt, dann gleich wieder. Ach, ich will jetzt Leckerlis. Nee, nee. Dann haben wir hier Nassfutter. Leider gab es nur in Gelee. Das ist hier nicht so beliebt, aber sie fressen es auch. Genau. Dann habe ich zweimal Milch. 1,5. Genau. Ist irgendwas hier Wichtiges drin? Dann haben wir hier einmal Kokosgetränke, Kaffeegetränk mit Milch. Ja. Dann haben wir hier Knoblauchsoße. Dann haben wir hier. Scheiße. Leckerlis. Dann haben wir hier. Die guckt schon so. Er guckt schon so. Dann haben wir hier Pizzabrötchen, Salami, Käse. Das war auch reduziert. Dann haben wir hier einmal Wraps, Türkisch-Style. Ob es mein Abendbrot oder morgen Abend. Mal gucken. Dann habe ich zweimal. Zweimal. Aber keine Ahnung, was andere ist. Und Katja ist sowas, weil es 65 Cent gekostet hat, glaube ich. 65. Oder 69 auf jeden Fall war es günstiger als normal. Dann habe ich einen anderen Wrap. Hier Tomate, Hähnchen Wrap. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Habe ich hier Salami mit Käserand. Ja, mal gucken. Dann haben wir hier zweimal Käse, einmal Gouda Jung. Dann haben wir hier Butterkäse. Und dann haben wir hier einmal Geflügelpastete. Der Fokus ist hier echt gut. Ich habe auch alte, warte, jetzt zähle ich noch gleich weiter. Dann haben wir hier noch Chicken Wings, ne? Ja. Die Hot in Hot. Schmeckt dann doch besser als die milden, finde ich. Es gab so eine Packung. Genau. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Shit, ich habe Alzheimer im Endstadium. Sag mal so. Ich komme gleich drauf. Ja. Sekunden später habe ich es dann doch gefunden, hier im Copy. Ich habe mir diese Kamera hier, ne? Die habe ich ja jetzt seit ein halbes Jahr ungefähr. Und habe gemerkt, dass ich die ja schon öfters mal hatte. Einmal habe ich sie mir. Was war denn das? Einmal habe ich mir neu gekauft, genau. Habe sie dann wieder verkauft. Dann habe ich sie nochmal gekauft von so einem aus eBay. Genau, da war auch die Linse kaputt, genau. Und da habe ich sie wieder verkauft an Niki aus Hannover. Und dann jetzt habe ich sie wieder. Also ich habe jetzt dreimal die gleiche Kamera hier. Und ja, bin echt doch zufrieden mit dem Ding hier. Und was ich auch gemerkt habe, ich habe ja auch alte Videos mal angeschaut aus Spanien. Ne? Ich verlinke die mal im Infobox oder so, die beiden Videos aus Spanien, so 44 Minuten, ist auch eigentlich nicht viel labern, eher viel Autofahren und Mäuschen, lässt das bitte mal sein? Warte mal ganz kurz. So, keine Ahnung, wo ich Dinge geblieben bin. Meine Kamera ist auch gleich aus. Also Akku ist gleich leer. Ich glaube irgendwie die Videos aus Spanien, genau, da habe ich auch gesehen, dass ich die Kamera gar nicht so schlecht ist. Also die Qualität davon war ich ganz überrascht. Und ja, da habe ich jetzt auch in dem
Videos habe ich geschaut, weil da kommt ja meine Oma auch vor. Oder zum Schluss kommt sie auch stimmtechnisch ein bisschen vor. Und ja, krass und unheimlich war das ja auch. Und zwar am Freitag, an meinem Geburtstag, habe ich auch noch eine Sprachnachricht bekommen. Jetzt nicht von meiner Oma, aber jemand hatte mich angerufen und auf dem Mailbox gesprochen. Und die zweite Mailbox war dann halt nicht von einer anderen Person, ja klar, von einer anderen Person, von meiner Oma. Es war sehr, sehr komisch, die Stimme dann zu hören, an dem Tag auch noch. Also wirklich, also, puh, aber ja. Meine Lieben, das war's jetzt. Ich werde jetzt auch so quatschen. Ich werde das Video jetzt beenden. Wir haben es jetzt schon spät. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.